Frisches gibt. Viel zu sehen im Elefantenkino. Macht es euch bequem, die Welt ist elefantastisch und du bist dabei mit tollen Abenteuern vor. Auf und Bühnen frei. Heute ist Bobo mit Mama beim Kinderarzt. Bobo Siebenschläfer, bitte ins Sprechzimmer. Wir sind dran. Komm. Dr. Otter möchte untersuchen, ob Bobo ganz gesund ist. Oh. Guten Tag. Guten Tag, Herr Otter. Oh. Bobo hat ein bisschen Angst. Dabei ist Dr. Otter sehr nett. Wo ist denn Bobo? Ist er schon nach Hause gegangen? Hey, haben Sie ein Hündchen dabei? Kuckuck! Wen hast du denn da mitgebracht? Trix. Oh, hallo Trix. Sollen wir nachmessen, ob Trix gewachsen ist? Ja! Na, dann komm mal mit. Kopf gerade, Trix. Dein Affe ist 30 Zentimeter groß. Ob du wohl größer bist? Na klar. Bobo möchte zeigen, dass er schon viel größer ist. Ganz schön gewachsen seit dem letzten Besuch. Wenn du so weitermachst, bist du schon bald so groß wie ein Elefant. Und jetzt möchte ich mir deinen Herzschlag anhören. Komm mit. Gut gemacht, Bobo. Das Stethoskop ist Bobo unheimlich. Dr. Otter merkt das und hat eine Idee. Willst du vielleicht erst mein Herz abhören, Bobo? Mein Herz liegt nicht in meinem Bauch, Bobo. Es liegt hier. Psst. Und, kannst du mein Herz schlagen hören? Dum, 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 dum. Mal sehen, wie lange du die Luft anhalten kannst. Danke, das reicht. Ja. Jetzt ist noch dein Hals dran. Mach mal den Mund so weit auf, wie du kannst, Bobo. Und jetzt? Danke. Sehr gut. Ah, kann Bobo sehr gut. Zeig mir doch mal, ob du auf einem Bein stehen kannst, Bobo. Jetzt macht Bobo die Untersuchung richtig Spaß. Prima. Und jetzt das andere Bein. Ups. Hab dich. Oh, Trips. Aua. Dann müssen wir ihn wohl verarzten. Das machen am besten Sie, Dr. Bobo. Hier der Verband. Ich halte ihn für Sie. Da, fertig. Gute Arbeit, Dr. Bobo. Guck mal, Mama. So wird Trix sicherlich schnell wieder gesund. Komm her. Das war's für heute. Bobo ist ein ganz gesundes Kind. Na, Bobo, kommst du mich denn auch mal wieder besuchen? Tschüss, Trix. Ach, das geht ja gar nicht. Kümmern Sie sich gut um den verletzten Trix, Dr. Bobo. Bobo?
Aber Bobo antwortet nicht. Er ist gemütlich auf Mamas Arm eingeschlafen. Heute ist Badetag bei Familie Siebenschläfer. Bobo badet mit Papa. Mehr Schaum, Papa. Na gut, wir machen noch mehr Schaum in die Wanne. Und jetzt kräftig umrühren. Hurra, Schaum. Hey, Seifenblasen. Bobo Schimpfchen. Jawohl, Herr Kapitän. Ja, nochmal. Oh. Guck mal, Bobo. Wie gefällt dir meine Mütze? Bobo auch Mütze. Bobo Bart. Ich auch. Und jetzt geht's ans Haare waschen. Oh, oh. Bobo mag es gar nicht, wenn Shampoo in seine Augen kommt. Ach, halb so schlimm. Es gibt einen Trick, Bobo. Hier, nimm den Waschlappen. Doch nicht auf den Kopf, Bobo. Auf die Augen. Oh. Mhm. Die Idee mit dem Waschlappen ist gut. So kommt kein Shampoo in seine Augen. Guck mal, Papa. Wasser, das ist sauber. Das war's. Bobo fertig. Papa Haare waschen. Okay. Hier ist das Shampoo. Oh, was hast du denn vor, Bobo? Eins, zwei, drei. Ah, so kann man auch Haare waschen. Na warte, kleiner Pirat. Hey, kriegt man ja glatt nasse Füße. Pirat Bobo, das Schiff hat angelegt. Es geht nun an Land. Mama! Wer kommt in mein Badetuch? Hier, das ist schön kuschelig. Das war ein Spaß, nicht wahr, Bobo? Bobo? Ins warme Handtuch gewickelt, ist Bobo auf Mamas Arm schnell eingeschlafen. Die Welt ist irre fantastisch, sie ist wunderschön. Im Elefantenkino gibt es morgen mehr zu sehen. Mehr vom Elefanten? Montags bis freitags bei Kika und samstags im WDR-Fernsehen. Und auf WDR-elefant.de und in der Elefanten-App.